Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 331. So, es ist schon gegen Abend. Eigentlich müssten die Kleinkinder bald schon wieder ins Bett, aber vor allem müssen wir mal nach den Schulkindern checken. Die brauchen jetzt Spaß und Klo ein bisschen müde. Und was machen denn die Level? Oh, Kreativität schon Level 5. Oh, und dann kann sie im Vampirbuch weiterlesen, dann kriegt sie auch Spaß. Dann ist sie nämlich auch fertig. Ja, sie spielt zwar schon mit dem Ton, das macht auch Spaß, aber das bisschen Vampirbuch lesen geht jetzt durch. So, und du, mein Lieber, hast auch schon alles geschafft, was nötig ist, mehr als das sogar. Dann kannst du jetzt erstmal aufs Klo gehen. Und dann braucht er auch Spaß. Ich denke mal, um den Spaß kümmert er sich von selber. Nehme ich mal an. Wenn nicht, dann muss man ihm vielleicht einen kleinen Schubs geben. So, hast du den Level 3 geschafft? Ja, du kannst jetzt aufhören damit. Und dann auch mal aufs Klo gehen. So, oh, Jenny badet den Ken freiwillig. Sehr, sehr gut. Und der Andreas übt jetzt selbstständig die Fantasie. Das ist auch sehr gut. Ja, wenn er damit fertig ist, dann lasse ich die beiden nochmal aufs Töpfchen gehen. Mal gucken. Ja. Beide aufs Töpfchen und dann ins Bett oder so. Ja, die sind zwar noch nicht wieder wirklich müde, aber dann schlafen sie wenigstens nicht den halben Tag. Hm, oder willst du noch was lernen? Kleiner Ken. Bisschen quatschen mit deinem Bruder oder mit deiner großen Schwester. Lauf mal nicht weg. Dein Typ wird verlangt. Macht mal hier liebevoll umarmen und dann ganz viel brabbeln. So, und lustige Gesichter schneiden und nochmal. Wo bleibt das Brabbeln? Brabbeln. So. Yannick schläft schon. Das ist okay. Der wird dann bestimmt morgen früh, super früh wach sein und dann kann er sich seinen Spaß besorgen. Oh. Und Amy ist schon voll durchgespaßt. Super gut. Ah, Jenny, du malst. Hast du das Buch schon fertig geschrieben? Naja, dann mal erstmal dein Bild fertig, damit wir das nicht wegschmeißen müssen. Oh, hier hat sie was Interessantes gemalt. Sie kann jetzt in Elternzeit gehen. Nee, nee, das wollen wir nicht. Sie soll ja arbeiten. Ich denke mal, das verkaufe ich einfach mal. Oh, und Jenny muss noch ernten. Das ist wichtig. Das ist momentan erstmal das Wichtigste. Mach hier mal alles verkaufen. So. Ah, und wir verkaufen hier mal die vielen, vielen Basilikums. So. Wieder Dadio. Sagt der kleine Ken. Ken, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, nochmal aufs Töpfchen zu gehen. So. Und Andreas, ich denke mal, du bist auch soweit. So. Ah, Amy ist auch von selbst ins Bett gegangen. Wenn echte Kinder mal so wären. Oh, und was mir gerade einfällt, ihr hattet euch ja ein Umstyling von dem Haus gewünscht und ich mache das jetzt so nach und nach. Und ich dachte, man könnte vielleicht einfach mal neue Küchenschränke nehmen.
Herd und Kühlschrank will ich behalten, weil das sind eben einfach die besten. Aber die anderen Sachen könnte man mal neu machen. Ich räume mal hier so das Tablett erstmal woanders hin. Und diese Dekosachen, die stelle ich jetzt erstmal hier auf den Tisch. Ja, und dann räume ich das hier einfach radikal ab. Die Spülmaschinen könnte man natürlich wieder verwenden, wenn man ein paar Simoleons sparen. Aber was weg ist, ist weg. Und Jenny hat's ja. So, die Aufteilung der Küche will ich eigentlich so lassen. Es ist zwar ein bisschen merkwürdig, dass die hier so übers Eck geht, aber auf die Weise kommen alle immer sehr gut und schnell an den Kühlschrank ran und nur diejenigen, die kochen wollen, müssen dann hier in dieses Eck gehen. Und darum lasse ich das mal. Und vielleicht gucken wir auch mal nach anderen Wänden. Hier so ein bisschen Zündholzmagie. Na, ich gucke erstmal, welche Küchenschränke wir nehmen. Und die Kacheln mache ich dann passend dazu. Ich liebäugel ein wenig mit den Theken von Steinzeit. Die sind irgendwie elegant, finde ich. Ja, komm, komm, komm. So. Nur, wenn die alle so verteilt stehen, sieht man dieses interessante Steinmuster gar nicht. Und hier oben, die Arbeitsfläche wirkt so ein bisschen scheckig. Ich guck mal, was für Farbeinstellungen wir haben. Das würde jetzt gut zum Kühlschrank passen. Und es muss ja jetzt nicht so schick, finde ich, sagen wir mal dieses hier oder dieses hier, aber so schick passt eigentlich nicht zu so einem Haushalt mit vielen Kindern, finde ich zumindest. Da wäre dieses hier fröhlicher. Jo, alternativ ist hier noch diese Wellness-Ding, aber ich glaube, das ist eigentlich eher langweilig. Versteht mich nicht falsch, ich finde das schon schön, aber ja, für so einen Kinderhaushalt, den man ein bisschen aufpeppen will, da gefällt mir hier dieses, was ich da in Blau hatte, schon sehr gut. Aber das hatten wir jetzt auch schon in dem zweiten Haus. Im Penthouse hatten wir das auch schon. Es muss also nicht mehr sein. Und dies hier gibt's nur als Insel, so wie es aussieht. Ja, ich glaube, das hier ist schon das Witzigste für einen Moment. Und man kann ja immer wieder umbauen. So. So. Jetzt die ganzen als Eckding. Eine Ecke so. Okay. Ist das das Richtige? Ja. Okay. Und eine Außenecke. Oh. Die sieht ja cool aus. Ist das so richtig? Ich glaube ja. Das gefällt mir so. Dann nehmen wir hier vielleicht auch so eine Außenecke. Weil ich finde, die hat eine gewisse Klasse. Da sieht man dann auch dieses Steinmuster ein bisschen. So. Und jetzt hoffen wir, dass das auch als Hängeschränke gibt. Und dass ich das nicht wieder verpeile, weil bei dem Haus von der, wie heißt sie, Lisa von der Garten Challenge, habe ich hier die Schränke aus Selvadorada nicht gefunden vom Dschungelabenteuer. Dabei sind die hier. Da hat mich Silvia dann drauf aufmerksam gemacht. Da muss ich dann gegebenenfalls noch mal umbauen. So. Aber jetzt, wie heißen die, die wir hier haben? Inseln von Theken von Steinzeit. Das muss also irgendwas mit Steinzeit sein. Vintage-Küchenschrank. Es werden da doch wohl keine
Nö, gibt's nicht. Leute, dann nehmen wir hier den Habinger Schrank für da oben. Oder vielleicht gibt's den hier auch in Rot. Nur die gibt's auch in Rot. So. Und dann suchen wir hier noch schöne Fliesen. Okay. Da würde dann vielleicht Schwarz am besten passen. Ja, ich meine, Blau ist auch ganz witzig. Das ist dann halt so ein bisschen kunterbunt. Aber irgendwie einen eleganten Schwarzton. Perfektes horizontales Mosaik. Uff, nee, 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 nur für die Küche. Okay, was haben wir vollbracht? Sieht das gut aus? So. Es sieht ganz schick aus. Ja. Und dieses hier, gibt es das auch in Schwarz? Nee. Nö, das wäre nicht so schön. Und rechteckiger Fluss. Ah, hier gibt es noch diese Zündholzmagie. Die gefällt mir auch immer wieder recht gut. So. Das passt noch besser zu den Schränken. Ich denke mal, hier rum habe ich auch Fliesen. Ja. Und da habe ich auch Fliesen. Die sieht man zwar fast nie, aber. So. Na, toll. Okay. Ja, jetzt gehe ich mal wieder hier in den anderen Modus. Ja, hier habe ich absichtlich keine Schränke drüber und auch keine, wie heißt das, Dunstabzugshaube und so, damit man beim Spielfluss irgendwie besser durchkommt. Wir brauchen natürlich noch Spülmaschinen und dann stelle ich hier wieder Obst hin und ein Spülbecken. Okay, wir sind noch lange nicht fertig. Ich glaube, dieses hier sieht relativ cool aus. Oder ist vielleicht so ganz schwarz besser? Ganz schwarz ist, glaube ich, besser. Ich guck mal, gibt es das noch in anderen Varianten? Nee, nicht passend. Also weg mit dir. Ja, schieben wir ruhig mal dorthin. Und jetzt Spülmaschinen in Rot. Ich hoffe, das passt. Nicht ganz. Mal gucken, ob die andere Spülmaschine von Elternfreuden passender ist. Uiuiui. Ja, die ist passender. Und wir haben hier natürlich gleich zwei Spülmaschinen. Obwohl, die schiebe ich vielleicht lieber neben den Herd. Da sieht man sie nicht so doll. Und dann sieht man hier vorne dieses Schubladendesign. Okay. Jetzt haben wir die Küche umdesignt. Und vielleicht könnte man hier dann auch mal die anderen Wände. Aber das mache ich ein andermal. Ich will das ja so nach und nach umbauen. Farblich passt das jetzt irgendwie alles nicht sehr gut zusammen. Aber man kann das ja nach und nach so machen, dass es besser passt. Den Grill, den könnte man noch mal einfärben. So. Den gibt's nämlich auch in Rot. Und dann könnte man so im restlichen Haus einfach an mehreren Stellen ein bisschen Rot einfließen lassen. Okay. Die Kleinkinder sitzen auf ihren Töpfchen. Wunderbar. Ja. Hast du sehr gut gemacht. Gehst du einfach mal schlafen? Womöglich werden die heute Nacht dann noch hungrig. Aber die sollen erst mal pennen. So, was machen denn deren Level? Nun ja. Läuft so. Aber gar nicht so schlecht, ist ganz in Ordnung.
Ich denke mal, bis zum Wochenende können die dann Schulkinder werden. Oh, hier, das kann ich noch ohne Baumodus umstellen. Und diese Küchenrolle. So. So. Tja, Jenny, was sagst denn du zu deiner neuen Küche? Alles in Rot. Müssen wir dann das restliche Haus auf das neue Design anpassen. Aber das können wir ja einfach nach und nach versuchen. Ich fürchte nur, dieses hier gibt es nicht in passenden Farben. Na, wir werden sehen. Okay, Jenny, was machst du? Was willst du? Baden gehen. Immer noch im eleganten Outfit. Oh, und du machst nur Nickerchen? Hey, du hast eine Zudecke, meine Liebe. Du kannst richtig schlafen. Das geht schneller. Josie schläft auch schon. Und Jenny wurde von den Bienen gestochen. Okay, und wir haben jetzt fast 2 Millionen. Wie schnell das geht. Ja, morgen gibt es dann wieder ein paar Tausender. Inzwischen sind ja die Drachenfrüchte, die neuen, herangewachsen und auch schon ein Geldbaum. Da kann sie sich dann vor Geld bald gar nicht mehr retten. So. Okay, jetzt quatscht sie mit einem Baum. Stattdessen könntest du vielleicht erstmal dieses Bild fertig malen und dann schreiben, weiter schreiben an der kleinen Raupe Nimmersatt. Mit Regenschirm. Ja, das ist sehr wichtig. Drinnen mit Regenschirm. Ja, und ich mach mal einen Screenshot von der Küche. So. Okay. So. Ist schon eine Umstellung irgendwie. Weil der... Ja, zumindest der Farbstil ist jetzt sehr anders. Aber ich finde, so rot passt ganz gut zu einem Kinderhaushalt. Jo, Jenny schreibt. Ja, und ich denke, ich verabschiede mich mal von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.